Was ich euch jetzt erzählen werde, ist tatsächlich passiert. Vor genau 100 Jahren, also auch am 22. April, kämpfte sich ein Klipper durch das tobende Meer. Doch dann, ganz plötzlich, kam Nebel auf. Es war die reinste Waschküche. Aber dann sahen sie plötzlich ein Licht. Das musste das Leuchtturmfeuer sein. Das Ufer war also nicht mehr weit. Aber es war ein Lagerfeuer, so wie dieses hier. Das Schiff wurde gegen die Felsen geschleudert. Das Wrack ging unter und mit ihm alle Männer, die an Bord waren. Nachdem das Schiff gesunken war, löste sich der Nebel wieder auf. Genauso plötzlich, wie er aufgetaucht war. Und er kam nie wieder. Aber seit jener Katastrophe glauben unsere Fischer, dass der furchtbare Nebel eines Tages zurückkommt nach Antonio Bay. Genau 12 Uhr. Mitternacht, der 22. April.